Bowling, Bridge und Schach. Klingt nicht gerade nach den klassischen Sportarten. Ja, das mag sein. Bei den European Maccabi Games sind sie aber fester Bestandteil. Wobei, während Bridge und Schach schon seit längerem zum Programm der Maccabi Games gehören, ist Bowling in Berlin zum ersten Mal dabei. Sehr zur Freude der Sportler, die sich heute im Bowlingstudio am Kaiserdamm auf die Jagd nach Strikes und Spares gemacht haben, geht es nach Shirazi Eliza, sollte seine Sportart Dauergast bei den Spielen werden. Wir erwarten, dass es natürlich fruchtet und dann öfters geben wird. Weil jetzt sind zum Beispiel die Amerikaner nicht dabei, die Israelis nicht dabei. Wenn die kommen würden, die sind richtig stark. Aber auch die Anwesenden sorgten für reichlich gute Würfe. Außerdem war es schön zu sehen, wie sich alle über die Erfolge der anderen freuten. Neid war hier fehl am Platz. Große Jubelarien waren beim Bridge nicht zu beobachten, das ist auch kein Wunder, schließlich verlangt das Spiel höchste Konzentration. Klar, dass da erstmal Ruhe angesagt war, der eine oder andere mag nun vielleicht den sportlichen Wert von Bridge bezweifeln, doch das liegt wohl eher daran, dass das Spiel auf den ersten Blick nicht so leicht zu verstehen ist. Genau diese Komplexität hat aber auch ihr Gutes. Bridge regt das Denken an und verringert somit bei den meist betagten Spielern die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer oder ähnlichen Leiden zu erkranken. Auch ansonsten hat Bridge einige Ähnlichkeiten mit anderen Sportarten. Genau solche Konzentration, genau die Fairness ist gefragt, wie bei anderen Sportarten. Bridge ist eigentlich Schach mit Karten. Das richtige Schach wird bekanntlich mit Holzfiguren gespielt. Wie beim Bridge waren auch im Raum 418 des Turnhauses eine Menge nachdenklicher Gesichter anzutreffen. Schach ist und bleibt eben ein Geduldsspiel. Was für den neutralen Zuschauer quälend sein kann, macht für die Teilnehmer des Turniers den besonderen Reiz aus. Es ist natürlich nicht der Sport im klassischen Sinne, dass man sagt, man bewegt sich oder sonstiges, aber es ist einfach sehr anstrengend, es ist geistig anstrengend. Und was ich persönlich sehr absurd finde, man kann auch beim Schach einen Adrenalinstoß bekommen. Ja, so manchen Schachspieler hielt es vor Anspannung tatsächlich nicht mehr auf dem Stuhl. Ob nun sitzend oder stehend, auch Schach hat definitiv seine Daseinsberechtigung bei den European Maccabi Games. Immerhin steht hier nicht nur der Sport im Vordergrund. In erster Linie sind die Wettkämpfe ein Zusammentreffen von jüdischen Sportlern aus der ganzen Welt. Die Austragung von Bowling, Bridge und Schachwettkämpfen bereichert die Veranstaltung um eine Gruppe von Teilnehmern, die wir hier sonst nicht antreffen würden.